Grüß Gott, meine Damen und Herren. Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass wir den letzten Beitrag gesendet haben. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen mit meinen Informationen. Und heute wird es noch besonders interessant, weil ich Ihnen ein bisschen was erzähle über das, was in unseren Lebensmitteln drin ist. Und da kann man gar nicht genug Wissen ansammeln, weil es wirklich sehr komplex ist. Jetzt fangen wir halt einmal an mit den E-Nummern. Also stehen ja überall E-Nummern drauf und da hat jede E-Nummer hat bestimmte Namen dazu. Also zum Beispiel E300 ist Ascorbinsäure, aber diese Ascorbinsäure stammt nicht jetzt aus der Zitrone, wie man vielleicht denken könnte, sondern die wird im Labor hergestellt. Und das ist ein großer Unterschied in unserem Körper, weil diese künstliche Ascorbinsäure ganz anders verwertet, also nur ein Teil kommt eigentlich in die Zellstruktur direkt rein, als wenn ich eine frische Zitrone esse, am besten in Bio-Qualität. Also das ist ein sehr großer Unterschied. Ich habe das selber schon in Erfahrung gebracht, diesen Unterschied zwischen Labor und Natürlichkeit. Und zwar habe ich Muskelkrämpfe gehabt, ziemlich heftige, und habe dann aus der Apotheke das Magnesium verwendet. Und es hat auch tatsächlich gewirkt, aber der Nachteil war, wenn ich 2-3 Tage mit der Einnahme von dem Magnesium gestoppt habe, dann waren die Krämpfe wieder da. Und so bin ich jetzt dann drauf gekommen, Meersalz mit Öl in Wasser aufzulösen und das zu trinken. Und habe dann wirklich nach 4-5 Wochen meine Magnesiumspeicher in den Zellen wieder aufgefüllt und seither habe ich kein Magnesium mehr gebraucht. Also man sieht, dass da schon ein gewaltiger Unterschied ist, was die Zelle damit anfangen kann und was nicht. Weitere Sache, die oft einmal bei den Menschen nicht bekannt ist, ist das Phosphat, was das bewirkt, also und wieso man das einsetzt. Also man braucht Phosphat, um die Wurst zu binden. So wird es halt landläufig gemacht, habe ich früher auch gemacht und da mache ich es auch bei der konventionellen Wurst noch so. Beim Bio-Bereich haben wir ja gehört, mache ich es ganz ohne Zusätze. Und das vereinfacht den Zusammenschluss von Fett und Wasser und Magerem. Also das Phosphat ist jetzt nicht direkt schädlich, aber wenn jetzt zum Beispiel Kinder sehr viel Cola trinken und eben auch anderweitig viel Phosphat zu sich nehmen, dann werden sie hyperaktiv. So sind mir jetzt großartige Nachteile vom Phosphat nicht bekannt, außer dass wenn man Weißwurst oder Wiener isst, die Zähne ziemlich stumpf werden, so ja, ganz anders als normal. Das kann passieren. Dann der nächste Punkt wäre das Nitritbügelsalz. Da gibt es ja auch große Unterschiede beim Salz. Also es gibt dieses jodierte Speisesalz, wo praktisch künstlich Jod zugesetzt wird, auch wieder aus dem Labor, und alle anderen wertvollen Zusatzstoffe werden aber vorher entfernt, sodass 99,6% Natrium sind und nur 0,4% Jod. Ja, dieses künstliche Jod und das entzauberte oder ja, unnatürliche Kochsalz ist sehr nachteilig für unsere Schilddrüse und da sollten wir wirklich sich näher informieren. Es gibt auch diese Informationen alles im Internet. Oder wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch noch Näheres erzählen, aber in der Kürze der Zeit geht es jetzt gerade nicht. Dann das nächste ist Sorbit. Das ist ein Haltbarkeitsstoff, der die Haltbarkeit wesentlich verlängert und wo von 10 Menschen 8 eine Allergie haben gegen Sorbit. Und man muss mal auf die Verpackung schauen, es ist sehr weit verbreitet. Dann das nächste wäre das Glutamat. Das ist ja ein künstlicher Geschmacksverstärker, haben wir beim letzten Beitrag auch schon kurz erwähnt. Und da ist die Gefahr, dass dieses Glutamat die Hirnblutschranke durchschreitet und unmittelbaren Einfluss auf unser Gehirn hat. Und zwar werden da die Synapsen, die Verbindung zwischen den Synapsen, wo die Elektrizität weitergegeben wird, wird und gestört oder unterbrochen, je nachdem. Dann haben wir noch Zitronensäure, das ist ein Desinfektionsmittel,
das in großen Betrieben zur Desinfektion eingesetzt wird und das auch in verschiedenen Getränken drin ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn das zur Desinfektion eingestellt wird, tötet es ja Bakterien und somit tötet es auch unsere Bakterien in unserem Darm. Das kann sehr unangenehm werden. Dann haben wir noch zum Beispiel die Eis von verschiedenen Fastfood-Lokalen, die Eis selber herstellen und verkaufen. Da habe ich einen Bekannten gehabt, der hat in seiner Studienzeit mal gearbeitet in einem Labor und hat dort Eisproben untersucht auf Bakterienbefall. Und da werden die bei 36 Grad 36 Stunden bebrütet und dann sieht man, wie viele Bakterien da wachsen. Dann waren in den ganzen 36 Stunden nicht ein Bakterium zu sehen. Das war den Leuten sehr nicht erklärbar. Dann haben sie mal so ein Bakterium aus einer anderen Probe in diese Schale mit dem Eis rein von so einem Fastfood-Lokal und dann ist dieses Bakterium kaputt gegangen. Da kann man sich auch vorstellen, wenn man dann dieses Eis isst, was in unserem Magen dann los ist auf Dauer. Ne? Dann haben wir noch die Haltbarkeit machen von Orangen zum Beispiel. Die dürfen 5 Jahre lang verkauft werden, laut Gesetz. Die werden unter Sauerstoffentzug eingelagert und dann kann man es wieder rausnehmen und nach 5 Jahren noch verkaufen. Schauen aus wie frisch, aber es ist halt keinerlei Leben mehr drin, weil wenn Leben drin wäre, dann würde es ja verfaulen. Und so ist es praktisch eine tote Masse, die sich nicht mehr bewegt. Und es gibt noch viele andere Beispiele, aber in der Kürze der Zeit können wir die gar nicht alle aufzählen. Aber ich danke Ihnen wieder sehr für diese Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich schon drauf, Ihnen da wieder was zu erklären. Vielen Dank und dann schönen Tag noch.